Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen wieder in Chris Hilton Potente Gesundheitsküche. Ich habe lange nichts mehr gedreht und deswegen freue ich mich besonders. Und heute, diese Sendung jetzt, die wird ganz kurz werden. Und zwar geht es darum, mich haben einige Leute angeschrieben und gesagt, wie kann es denn eigentlich sein, dass du in der potenten Gesundheitsküche mit Aluminiumpfannen arbeitest, die mit Teflon beschichtet sind. Teflon ist giftig und soll man nicht essen, da kriegt man Krebs. Ich kann euch beruhigen, Leute, wenn ihr Teflonpfannen benutzt, kann ich euch ein bisschen was dazu sagen. Der chemische Grundstoff von Teflon ist Polytetrafluorethylen. Und unter anderem in der Medizin wird es benutzt, wenn man Prothesen bekommt. Ein Freund von mir hat zum Beispiel eine Hüfte bekommen, da ist das Zeug auch drin. Das Erste. Das Zweite, wenn der menschliche Körper Teflon aufnimmt, also wenn ihr jetzt die Pfanne beschädigt oder die Teflon löst sich ab und ihr esst es mit sozusagen, das scheißen wir wieder aus. Kein Witz. Das tut der Körper gleich wieder raus. Nimmt er gar nicht auf. Das Einzigste, was gefährlich sein kann, ist, wenn ihr diese Pfannen über 200 bis 300 Grad erhitzt, dann kann sich aus dem Polytetrafluorethylen können sich bestimmte chemische Einzelteile rauslösen, die dann bei uns im Körper landen und das ist nicht so gut. Aber wenn man eine Pfanne normal benutzt, also 200, 300 Grad macht ja eh keiner, ne? Dann ist es kein Problem. Ich habe hier sehr schön eine Pfanne, die hier ist hier oben beschädigt, da geht das Teflon auch schon ab. Ich werde diese Pfanne entsorgen, aber nicht, weil ich Angst habe vor dem Teflon, sondern weil das Essen natürlich an der Stelle immer anpappt und dafür habe ich die Pfanne nicht gekauft. Ich habe die Pfanne dafür gekauft, dass das Essen eben nicht anpappt. So, ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen. Habt keine Angst vor Teflonpfannen, die machen gar nichts. In der Medizin wird es auch verwendet und wenn ihr mal was aufnehmt, erledigt. So. Freue mich, dass ihr da wart und jetzt mache ich gleich das nächste Video. Ciao.